Wir treffen gleich Christian Lindner. Ich bin Christian Lindner, ein richtig typischer Boomer. Ja. Ich bin Victoria. Das ist ja toll. Freue ich mich. Viele Grüße. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Ist das denn eine seriöse journalistische Frage? Ich glaube, dass man nämlich als Politiker eigentlich immer die Unwahrheit sagen sollte. Aber unabhängig davon, alles hat einen Ursprung. Eine starke Wirtschaft. Alles. Und jetzt kommt die FDP-Spezialität. Marktwirtschaft. Hier spielt man Marktwirtschaft eine Rolle. Das ist die Idee bei uns. Wir wollen einfach den Respekt zollen, die sagen, okay, wir haben Milliarden an Aktien, also Milliarden Euro wert sind die Aktien. Da wollen wir sagen, gibt es eine Anerkennung und die müssen nicht so viel abgeben wie bisher, sodass sich darüber ihr Einkommen verbessert. Finden Sie das angemessen? In meinem Fall ja, weil ich bin ja ein Bestverdiener. Und deshalb verstehe ich die Frage in Bezug auf mich nicht. Finden Sie denn das verstohlen, mehr oder weniger? Wann haben Sie nicht verstohlen. nicht verstohlen, sondern ganz offen. Weil, wissen Sie, Solidarität ist ja gegenwärtig nicht wirtschaftlich. Mein Eindruck ist, dass viele Leute das auch spüren. Zum Beispiel Menschen, die in Obdachlosigkeit leben. Ich finde, da wäre nicht fair zu sagen, wir zahlen ihr oder ihm auch etwas. Aus Gründen, wo wir jetzt länger drüber sprechen können, kann man bei mir auf meinen Profilen sehen. Ich halte das bedingungslose Grundeinkommen auch nicht für gerecht. Tauschen wir das doch einfach in Investitionen bei Millionären. Wer hat die bessere Idee? Wir mit unserer Idee Wohlstand für gut verdienende Leute. Wir haben privates Geld, wir haben privates Know-how. Was uns fehlt, ist ein Staat, der es möglich macht. Und ja. Wie müssen sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer das jetzt vorstellen? Wir sollten in unserem Land zum Ergebnis kommen, dass der Markt alles überall regeln kann. Aber trotzdem geht die berühmte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Prima. Und wie gesagt, das ist ja kein schlechtes Zeichen. Aber die besondere Pointe an unserem Modell ist ja, dass wir gerne die Menschen verarmen lassen durch eine schreckliche Wirtschaftspolitik und auch durch Korruption. Und ich bin sicher, das können wir. Solche Dinge können wir. Ja, hat sie erstaunt. Ne? Das, ja, das, ja. Aber eher so im negativen Kontext. Ja, ich weiß.